Mario Sunshine, Leute, Mutant-Tyrannia schlägt zurück. Ich habe gedacht, wir beginnen den Part einfach mal so, dann fällt ein bisschen mehr Gedöns weg. Wir kämpfen heute erneut gegen Mutant-Tyrannia und hier rennt ein Dude random und panisch rum. Was willst du mir damit sagen? Hallo? Hey, jetzt beschwer dich mal nicht. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Ich dachte, die Sache wäre vorbei. Ich möchte diesen Schleim einfach nicht mehr sehen. Ja, kann ich verstehen, Bro. Wow. Es grenzt ja fast an Skill, was wir hier abziehen. Wo müssen wir hin? Guiden uns die Schilde? Oder was passiert hier? Ich habe gesehen, den Pflanzenmutanten von der Windmühle. Er ist zurück. Ja, und wo? Wo, Bruder? Aber jetzt warte mal, da unten ist noch eine... eine Münze. Oh Gott. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Aber ich wüsste gar nicht, wo Mutant Tyrannia jetzt ist. So, no joke. Okay. Wild. Nächste blaue Coin gehört uns. So, die Frage ist jetzt einfach nur, wo ist die Pflanze? Ist sie hier hinten irgendwo? Nein, so wie es aussieht nicht. Aber vielleicht bist du ja auch da oben lang. Wir haben viele Auswahlmöglichkeiten. Oh, mir gefallen die Büsche. Ich glaube, die waren bei unserem letzten Besuch noch nicht hier. Was ist eigentlich mit dem Dude da vorne? Was hat er hinter Gittern? Irgendwas verheimlicht er uns. Aber mal schauen. Wir haben ja noch genug Zeit in dem Spiel. Ja, außer sowas passiert jetzt 24/7. Oh, sheesh. Lad dich auf. Come on. So. Wo ist denn das Loch, wo die Pflanze drin hockt? Ist es hier irgendwo am Rand? Das kann ich mir noch gut vorstellen. Oder laufen wir gerade komplett falsch? Das könnte natürlich auch sein, aber ich habe das echt noch nie gesehen. Wo ist die Pflanze? Hm. Also auf dem Turm ist sie nicht. Deswegen... jawohl. Warte mal kurz. Nein. Wie besiegt man die? Oh. Dafür gibt es sogar eine blaue Münze. Wow. Hätte ich nicht erwartet, aber okay. Ja, das reicht nie und immer. Mario ist tot. Okay, da oben ist nichts mehr. Außer die blaue Münze, aber die können wir noch wann anders nachholen. Die sollte jetzt echt nicht die Welt sein. Viel wichtiger ist, wo ist Mutant Tyrannia? Oh Gott.
Mach doch einfach einen Dreisprung, Mario. Ist es so schwer? Wunderbar. So, ich habe immer noch... Ist da echt nichts? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass da irgendwas ist. Vielleicht auch da unten, wenn man das Ding hier irgendwie aktiviert. Warte mal. Und zwar so. Passiert da irgendwas? Es geht auf jeden Fall nach oben. Und es kommen Münzen raus. Und das war's? Ernsthaft? Das kann doch nicht alles sein. Naja. Oh, das ist ein Palmer. Helf mir dem Dude mal. Wo müssen wir hin? Oh, ich finde, das Reden in dem Spiel ist auch ein bisschen mühsam, weil man immer aufs A warten muss. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Ja. Kein Ding für einen King. Ist es jetzt eher hier? Wo müssen wir hin? Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Wo ist Mutant Tyrann? Ja. Nee, ohne Witz, wo ist die? Gibt's da irgendwie... Oh Gott. Gibt's da irgendwie Hinweise oder so? Sollen wir erstmal alles sauber machen? Ich weiß es nicht. Ich bin wieder total überfragt. So, erzähl mir, was hier abgeht. Boah, krass. Oh, was? Der wirft uns hier hoch. Ist es gut? Okay, das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt hätten wir nur noch ein bisschen Skill gebraucht, aber es ist Mangelware auf dem Kanal. Man merkt es immer wieder. So. Ich wusste gar nicht, dass man hier hoch kann. Das ist krass. Und da vorne ist das Vieh schon. Lol, was ist das? O-Weiß? Irgendwelche anderen Drogen? Schweine? Kugelfische? Lol. Ja, und wie kommen wir da rüber? Okay, was? Okay, den Sprung verstehe ich jetzt absolut gar nicht. Werden wir da wieder rübergeworfen oder was geht da schon wieder ab? Das ist unglaublich. Die Ding möchte ich auf jeden Fall holen, wenn möglich. Die Insignie, aber wie und was hier abgeht, keine Ahnung. Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, was wir so grob machen müssen. Deswegen können wir jetzt schneller vorankommen. Es ist ein merkwürdiges 3D-Mario.
Also ich sag's immer wieder, viele feiern das Safe. Ist halt ein älteres Spiel, da muss man halt erst wieder reinkommen. Aber ich glaube, ich habe es euch schon mal erklärt. Ältere Spiele sind halt ein bisschen schwieriger. Ich finde aber das tatsächlich schwerer als Mario 64. Und er erklärt uns nicht mal, dass er uns irgendwie wegwirft oder so. Das ist halt das Krasse. Ah, jetzt wirft er uns in die andere Richtung. Alles klar. Warum ist er jetzt wieder komplett dreckig? Hä? Ja, komm. Wirf mich mal da hoch, Bro. Dankeschön, Ehrenbruder. So. Schade, fast. Und? Wunderbar. Jetzt wechseln wir am besten wieder. Ich meine, warum nicht? Da kann man auch normal hochlaufen? Nee. Und hier ist ein Palmer. Ach so. Boah, voll krass, Alter. Ja, und? Sieh nur, ich glaube, der Pflanzenmutant schläft da drüben. Wenn er aufwacht, verwüstet er wieder alles. Können wir ihn nicht, während er schläft, entfernen? Wir bräuchten nur was, was ihn aufweckt. Ja, und was weckt ihn auf? Lol. Ah, vielleicht so ein Fisch? Wir müssen nur treffen. Tatsächlich. Okay, komm her. Cooler Bosskampf auf jeden Fall an der Stelle. Wohin fliegt das Vieh? Was passiert hier? Was passiert hier? Wo ist Mutant Tyrannia? Kamera. Okay, gut. Die Kamera hat mich verlassen. Oh, Mann. Wo ist denn jetzt die Pflanze? Da oben. Das Problem ist, wir haben jetzt fast kein Wasser mehr. Und warum ist denn der immer dreckig? Oh Gott. Und wieso hat er eine andere Position? So viele Fragen. Na, ganz ehrlich, wir brauchen den Dude nicht, um da hochzukommen. Oder? Vielleicht doch. Wir brauchen erstmal Wasser. Wir brauchen jetzt erstmal Wasser. Ich glaube, das ist Prio. Oh mein Gott. Es läuft wieder nichts nach Plan. Das LP wird richtig frustrierend. Das war knapp.
So. Wohin fliegt das Vieh jetzt? Flieg doch nicht so weit weg. Komm her, Kerle. Wo fliegt das Ding jetzt hin? Okay. Ah, jetzt geht er weg. War ja wieder klar. Und wir haben auch wieder verkackt. Sehr komischer Bosskampf. Also bei den letzten war eigentlich klar, was wir so machen müssen, aber bei dem hier fühle ich tatsächlich nicht so. Vielleicht müssen wir einfach hier warten. Was wir jetzt auch machen. Oh Gott. Jetzt fliegt er hier wieder seine Runde. Dann gucken wir mal, dass wir den Dude zu Boden bekommen. Wo geht er denn jetzt hin? Ich verstehe mal wieder den Boss nicht. Wow. Oh Gott. Ich glaube, jetzt hilft Wasser. Genau. Ja, komm. Okay, gut. Wir haben wenigstens ein Leben. Das ist schon mal was. Wir wissen jetzt, wie wir eine Stampfattacke einsetzen können. Das haben wir ja in den letzten zwei Parts gelernt. Fliegt jetzt wieder los? Alter, der zögert sich in die Länge. Ich spiele das halt auch wie ein Noob. Aber ich muss echt ein bisschen die Steuerung kritisieren. Ich weiß, damals war es ein bisschen anders und so. Aber... ich habe die Steuerung von Mario 64 tatsächlich besser in Erinnerung als die hier, die wir aktuell haben. Und der Bosskampf ist halt richtig mühsam. Der fliegt halt verschiedene Anhaltspunkte an und macht dann seinen Dance. Und während er seinen Dance macht, musst du ihm einen aufs Maul geben. Ansonsten hast du verkackt. Ich meine, guckt es euch an. Es ist ja nicht mal eine Herausforderung. Die größte Herausforderung darin besteht, zu warten. Guck mal, nicht mal mehr meine Stimme hat gerade Lust auf den Bosskampf. Lol. Oh, der hat getroffen. So. Aber man muss den einfach nur so abspritzen. Okay, das ändert alles. Dann warte, bis du fliegst. Dann gehen wir wieder in die Luft. Komm schon. Wir müssen einfach vor dem Vieh dort sein. Ja, und die Chance haben wir jetzt. Wunderbar. Jetzt eskaliert er. Oh Gott, fliegst du jetzt wieder los? Bitte nicht. Okay, wow.
Und ciao, ciao. Komischer Bosskampf. Ist cool, dass sie den Boss nochmal zurückbringen und so, aber der Bosskampf an sich ist absolut komisch. So. Wild. Das war Insignie Nummer 9. Speichern wir erstmal. Wie immer halt. Und gucken, was es hier sonst noch gibt. Vielleicht haben wir bald Welt 1 fertig. Wird auch Zeit. Kurznachrichten. Der Obstfrachter, der noch bis vor kurzem keine Ahnung wo war, ist jetzt zurückgekommen. Okay. Gehen wir mal vielleicht in die zweite Welt, oder? Kann man eigentlich da vorne zu der Insel? Ist da irgendwas versteckt? Tatsächlich. Das ist die Frau, was gibt ihr uns? Hallo, möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? Ich möchte, dass du mir Obst bringst. Mich gelüstet es nach Kokosnüssen. Bring mir 3 Stück, einverstanden? Wirf das Obst einfach in den Korb, okay? Okay, kann ich machen. Wahrscheinlich geht es ziemlich schnell über die Kanalisation. Oh Gott. Die Frage ist, was bekommen wir dafür? Bist du eine Kokosnuss? Nee, du bist eine Melone, oder? Nee, es sieht aus wie eine Kokosnuss. So, ich glaube, eine haben wir jetzt schon. Wo die anderen 3 sind, keine Ahnung. Ja, komm. Bist du... Es sieht halt echt aus wie eine Melone. Ah, es war eine. Tatsächlich. Sonnenforscher berichten, dass die Insel... Ja, dass die Insignien der Sonne von Isla Delfinos, legendärem Porta Sole, verschwunden sind. Oh. Echtes Respawn? Lol. Aber dann ist die Mission ja übelst einfach. Da unten ist noch ein One-Up. Ja, warte mal, dann machen wir das die ganze Zeit so. Wir wären eigentlich blöd, wenn wir es nicht machen. Also komm, dann halt. Ich meine, warum nicht? Wir machen das jetzt einfach so, so ist es am einfachsten. So haben wir am wenigsten Weg. Okay. Ja, komm jetzt. Das war die zweite. Jetzt müssen wir noch einmal das ganze Spielchen machen. Es dauert halt echt. Eine hätte doch gereicht, oder? Aber jetzt 3-mal hin und her laufen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das so fühlen soll. Finde ich halt echt unnötig. Ist halt echt keine coole Mission. So, die dancet immer mehr ab. Wild. Was geht? Danke, Schatzi. Das alles für eine blaue Münze? Wow, das hat sich ja mal absolut nicht gelohnt. Aber naja. Was gibt's hier sonst noch?
Gott. So, dann machen wir am besten den hier. Genau. Schade. Ja, wow. Oh. Ich versuche nochmal da oben hinzukommen. Ich weiß nicht, wie. Weil ich höre die ganze Zeit hier die Insignie. Und es nervt so langsam. Ah, ne, probieren wir das im nächsten Part. Wir gehen jetzt noch in Welt 2 und gucken, dass wir da was schaffen. Ich meine, warum nicht? Die eingesperrte Insignie. Okay, wir müssen einfach bergauf laufen, so wie es aussieht. Das könnte frustrierend werden. Ich hoffe, es wird nicht frustrierend. Also ich würde mir wünschen, wenn es nicht frustrierend wird. Oh Gott. Aber ich glaube, das sieht easy aus. Das kriegen wir hin. Da brauchen wir auch keine 5 Minuten für. Obwohl, wenn wir runterfliegen und alles nochmal machen dürfen, dann ja. Wo können wir hier lang? So, okay. Und? Wo geht's weiter? Hier, oder? Jo. Das passt schon. Ist das Ding über Wasser? Tatsächlich. Oh mein Gott. Dann gehen wir einfach hier drauf, oder? Wow. Wie konnte ich das jetzt nicht erwischen? So. Oh Gott, jetzt reicht's. Oh. Also wenn ich es jetzt gleich nicht hinbekomme, dann wird's echt bitter. Okay. Alle guten Dinge sind 3 in dem Fall. Ich würde es tatsächlich über hier probieren. Ah ja! Klingt logisch auf jeden Fall. Oh Mann. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Das war geschickt. Genauso. Genauso. Und nicht anders. Warum bin ich jetzt da abgeprallt? Lol. Okay, Kamera muss mitspielen. Macht sie in dem Fall. Ausnahmsweise. Mal, der Pfeil lenkt mich darüber, der andere Pfeil lenkt mich da runter. Und der nächste lenkt mich da hoch, alles klar. Man muss hier, glaube ich, im Spiel echt mehr auf die Pfeile achten. Oder einfach drauf gehen, aber auf die brutalste Art und Weise. Ja, komme ich jetzt nicht mal mehr da hoch, oder was? Als ob ich jetzt ganz zurückschwimmen muss. Oh mein Gott. Holen wir wenigstens noch die blaue Münze hier. Aber nicht so. Ich habe den falschen Ding ausgerüstet. Also mit N64 spielen habe ich echt meine Probleme. Hätte ich nicht gedacht. Hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, pff,
Als ob. Es ist nicht mal ein N64-Spiel, es ist ein GameCube-Spiel. Das ist ja das Krasse. So, auf ein neues. Ich meine, warum nicht? Ganz knappes Ding. Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt oben abspringen. Und zwar richtig. Ist egal, wo das Ding jetzt hingeht. Genau. Und cool wäre es, wenn wir hier klettern könnten. Was wir natürlich nicht können. Oh, ich höre das Ding schon. Ist so bitter. So, wie kommen wir da rein? Wir müssen darüber. So? Ja, das sieht gut aus. Oh Gott, Mario, mach mich nicht schwach. Wunderbar. Und? Ich glaube, da muss man einen Wandsprung setzen. Also würde ich jetzt so vermuten. Oder man fliegt in die Brühe runter. Ja, come on. Ich schneide es euch kurz rein. Auf ein neues. Diesmal haben wir selbst... Was ist das für ein Gegner? Warum kommt der Gegner jetzt? Muss der Gegner kommen? Ist es nötig? Ist es nötig? Oh Gott, der erzeugt so künstlich Stress. Komm, geh weg. Verschwind. Ich verlasse den Raum. Oh mein Gott, war das wieder knapp. Was eine Schmutzinsignie. Ja, komm jetzt, spring doch auch rein. Ich würde sagen, wir beenden den Part heute hier. Das war unsere 10. Insignie. Nach 4 Parts. Es ist ziemlich bitter. Aber wir haben da schon irgendein cooles U-Boot. Wir gucken da mal im nächsten Part vorbei. Mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Kurznachricht. Prinzessin Peach vom Pilzkönigreich scheint erneut gekidnappt worden zu sein. Lol. Dann befreien wir sie wohl im nächsten Part. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ihn auch noch runter. Wenn nicht, blas mein Schuh. Ja, heute war crazy. Aber ja, es wird wahrscheinlich schon besser. Im nächsten Mal Parts wird es besser. Ich verspreche es euch. Tschüss und bis bald.